Man sieht hier unten das Wundstäbchen und darüber die Seite, die wirklich stark abgenutzt ist durch das Greifen. Bist du auch eher faul, wenn es ums Wechseln der Gitarrenseiten geht? Dann geht's dir wie mir. In diesem Video erfährst du, wann du die Gitarrenseiten wechseln solltest und du hörst und siehst den Unterschied zwischen neuen und alten Saiten. Und zum Schluss gibt's noch 5 Anzeichen, bei denen du die Saiten unbedingt wechseln solltest. Viel Spaß! Ich habe das Leben meiner Gitarrenseiten von der ersten Stunde an bis jetzt 40 Überstunden später unter die Lupe genommen, den Verfall dokumentiert und habe wirklich tolle, ja einzigartige Aufnahmen unter dem Mikroskop gemacht, die den Verschleiß und die Abnutzung der Saiten genau zeigen. Und was sie sonst noch alles so zeigen, das siehst du jetzt. Hier sind erstmal neue Gitarrenseiten zu sehen. Und zwar ist das die D-Seite, die mit Kupferdraht umwickelte Seite der klassischen Gitarre, der Konzertgitarre. Fingerschweiß und kleine Hautpartikel, mechanisches Einwirken der Buntstäbchen und Staub, Luftfeuchtigkeit. Ja, all diese Einflüsse lassen die Gitarrenseiten abnutzen. Und du kennst die Schwachstelle hier am zweiten Bund, die vierte Seite, die D-Seite. Hier ist es am schlimmsten und meistens reißt sie auch als erstes. Wie das im Detail aussieht, siehst du hier. Man sieht hier unten das Buntstäbchen und darüber die Saite, die wirklich stark abgenutzt ist durch das Greifen, durch dieses mechanische Einwirken des Buntstäbchens. Der Kupferdraht ist eingedrückt, das Metall hat sich ja, verändert und ist rau geworden. Dass das natürlich auch Auswirkungen auf den Klang hat, ist klar. Die alten Saiten klingen nicht so lange und nicht so hell. Sie halten den Ton nicht lange und sind auch nicht so laut wie neue Saiten. Aber nicht nur in diesem Bereich des Griffbretts wird die Saite abgenutzt, sondern auch hier über dem Schallloch durch den Anschlag der Finger. Wie das aussieht, zeige ich dir jetzt. Hier unter die Lupe genommen die Saite 6. Man erkennt deutlich die Hautpartikel, die zwischen diesen Kupferdrähten sich absetzen. Diese kleinen, fiesen, wenn man so sieht, was da zwischen den Saiten, auf den Saiten unterwegs ist, kleine Hautpartikel, Dreckablagerungen, dann überlegt man sich wirklich, ob man die Saite nicht vorher wechseln soll, bevor die erste Saite reißt. Ganz interessant für alle, die mit einer Konzertgitarre oder klassischen Gitarre spielen, wie diese hier, ist die erste Saite, weil hier wird meistens die Melodie gespielt. Braucht man also einen schönen Ton und wenn die Saite neu ist, ist sie wirklich noch schön glatt. Man kann der Saite entlang streichen für einen schönen runden Ton und es gibt kein Kratzen. Wie das bei einer alten Saite aussieht, die ist jetzt 40 Überstunden später, also für mich auf der Grenze zum Austausch und eigentlich schon über der Grenze, 40 Stunden später siehst du, wie sie jetzt aussieht. Sie ist in dem Bereich, wo der Finger anschlägt, zerkratzt und rau. Der Finger kann also nicht mehr so ideal über die Saite gleiten, wie hier zu sehen ist. Und das hört man dann auch. Wenn du dich näher für die Techniken an der Konzertgitarre interessierst, schau auf guitarschool.at. Dort gibt es einen Kurs mit dem Buch, wo du wirklich von Anfang an alles dazu lernst. Es gibt auch neu eine Academy, wo ich einem kleinen Schülerkreis auch Tipps gebe. Sie können Videos einschicken und bekommen maßgeschneiderte Tipps und Feedback persönlich von mir. Die Frage ist schon mal beantwortet, wann soll ich die Saiten tauschen? Für mich ist die Grenze 40 Überstunden. Es kommt jetzt darauf an, wie viel du am Tag übst. Wenn du eine Stunde übst, solltest du circa jedes Monat die Saiten wechseln. Wenn du 3 Stunden am Tag übst, alle 2 Wochen circa. Und das ist wirklich realistisch und mache ich auch so. Diese Zahl ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Es kommt darauf an, wie du Gitarre spielst, welche Saiten du hast vor allem. Hier habe ich Carbon-Saiten. Ich packe sie dir unten in den Link. Mit guten Notlaufeigenschaften eigentlich hier auf den ersten 3 Saiten zumindest. Bei welchen Anzeichen solltest du die Saiten unbedingt wechseln? Anzeichen Nummer 1. Sie klingen nicht mehr so voluminös, sie klingen stumpf und abgenutzt. Die Saiten sind leiser und du hast das Gefühl, deine Gitarre war schon mal lauter.
Anzeichen Nummer 2, die Gitarre hält den Ton nicht mehr so lange. Sie klingt also schnell ab. Würde dann so klingen. Jetzt ein bisschen übertrieben. Das nennt man Sustain. Wie lange klingt die Gitarre nach? Also wie lange hält sie den Ton? Das ist natürlich auch mit neuen, schwingungsfreudigeren Saiten viel besser. Anzeichen Nummer 3. Die Saiten sind rostig und der Kupferdraht löst sich. Die Saite muss auf jeden Fall runter, bevor sie reißt und vielleicht noch irgendwie du oder die Gitarre Schaden nimmt. Anzeichen Nummer 4. Die Gitarre schnarrt. Die Saiten schnarren, irgendwas passt nicht mehr, du weißt nicht warum. Und ja, sie scheppert. Einfach neue Saiten rauf. Anzeichen Nummer 5. Die Gitarrensaiten sind nicht mehr so elastisch. Ein steifes Spielgefühl. Die Saiten lassen sich nicht mehr so leicht drücken. Ich kenne Gitarristen, die mit alten Saiten üben und dann beim Konzert neue Saiten aufziehen, um einfach leichter spielen zu können. Ein Tipp noch zum Schluss. Wenn eine Saite reißt oder du musst eine neue Saite aufziehen, es empfiehlt sich immer alle Saiten zu wechseln, bitte. Nicht nur eine Saite, die würde sich dann klanglich unterscheiden und stark abheben von den anderen. Außerdem kannst du dir nicht sicher sein, ob morgen schon die nächsten Saiten reißen. Eine Anleitung zum Wechseln der Gitarrensaiten auf der Konzertgitarre findest du auch unter dem Video. Ich habe mit meinem Freund Florian Brandstätter, er ist Gitarrenbauer, die Saiten zusammengewechselt und er hat wirklich alle Tipps ausgepackt. Viel Erfolg beim Saitenwechsel und ich hoffe, ich konnte dich etwas motivieren und die Sinnhaftigkeit des Saitenwechsels näher bringen. Diese Saiten kommen jetzt auf jeden Fall runter. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Norman von Guitar School.